Hallo, lieber Krebs, ich begrüße dich zu deiner zweiten Augustlegung für das Jahr 2023. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist und ich hoffe natürlich auch so wie immer, dass es dir richtig gut geht. Dankeschön, dass du zugeschaltet hast und ich würde sagen, dass ich dir jetzt erstmal das Kartendeck vorstelle, was du vor dir siehst. Ich verwende hier für dich, das ist das Alchemia oder Alchemia Tarot Deck. Das ist ein japanisches Tarot und ich verwende ebenfalls auch noch weitere Kartendecks, aber dazu dann später mehr. Ich würde sagen, dass wir jetzt auch einfach mal anfangen, lieber Krebs, und einfach mal schauen, was Mitte August auf dich zukommt, womit du konfrontiert wirst und was eben so auch die wichtigen Hinweise sind für dich. Denk bitte daran, dass das hier eine ganz, ganz allgemeine Legung ist. Nicht jeder von euch muss oder kann damit in Resonanz gehen. Wenn du jetzt zum Beispiel Mitte August dann oder Ende August feststellst, okay, es ist überhaupt nichts eingetroffen, es ist nicht stimmig, dann lass dann bitte ganz einfach los und mach dann diese Legung nicht noch irgendwie passend, ja? Okay, des Weiteren könnte diese Legung jetzt etwas für dich sein, wenn du den Krebs im Sonnenzeichen, im Mond, im Aszendent oder auch in der Venus hast. So, warte mal, ich bin jetzt noch am Vormischen gewesen. Die Karte nehme ich wieder zurück. Okay, so, jetzt würde ich sagen, geht das los. Was bringt der Zeitraum Mitte August dem Kollektiv der Krebse? Okay, Krebs, Mitte August, was kommt? Krebs. Krebs. Krebs Mitte August, bitte weitere Energien für das Kollektiv der Krebse. Mitte August. Okay, so, die Karten lege ich dir jetzt erstmal ordentlich ins Bild. Und dann legen wir auch los mit deinem Reading für den Zeitraum Mitte August. So, ist nur, dass es jetzt nicht ganz so durcheinander und chaotisch aussieht, ne? Alles klar. Lieber Krebs, ich beginne und zwar mit der Energie. Jetzt hier für dich unten drunter und da kann man sagen, das ist jetzt für dich für den Zeitraum Mitte August. Die Hauptenergie, darum geht es im Großen und Ganzen. Es kann aber auch sein, dass es sich hierbei um verborgene Einflüsse handelt. Lieber Krebs, gucken wir uns doch die Energie mal an. Okay, da haben wir jetzt hier für dich das Ass der Münzen. Lieber Krebs, bei dem Ass der Münzen würde hier auf jeden Fall eine sehr, sehr wertvolle Chance geboten. Ne? Asse im Tarot stehen immer für Chancen, die auf dich zukommen, eine Möglichkeit, die sich darbietet, eine Gelegenheit, die auf einen zukommt sozusagen. Und das scheint sich bei euch um möglicherweise berufliche Angelegenheiten zu handeln, finanzielle Angelegenheiten, also wirklich um ja, das Thema, was mit Münzen in Verbindung zu bringen ist, also das Materielle sozusagen. Ja, also hier kann es wirklich bedeuten, dass etwas Neues oder sich dir eine Chance bietet im finanziellen Bereich, beruflich gesehen oder einfach, dass du ja, eine neue Möglichkeit findest, um vielleicht auch Geld zu verdienen, sowas in der Richtung, um ebenfalls auch wieder mehr Anerkennung und vielleicht auch ebenfalls mehr Wertschätzung zu bekommen und allgemein noch für mehr Sicherheit und Stabilität auch auf jeden Fall zu sorgen. Also das ist eine Energie, die steht auf jeden Fall für Glück. Ja, eine sehr, sehr glücksbringende und vielversprechende Energie hast du hier, lieber Krebs. Lass mal sehen, was du drunter hast. Das, oh, die sechs der Stäbe, das ist der Erfolg, das ist der Sieg, das ist das siegreiche Gelingen, ja. Also das ist hier wirklich so eine Energie, wo man hier etwas schafft. Man kann hier etwas schaffen, wenn man wirklich an sich glaubt, ja. Sechs der Stäbe ist der Sieg, der Triumph, Anerkennung, Lob und Wertschätzung von außen sozusagen. Man erhält sehr, sehr viele Komplimente. Man kann stolz auf das sein, was man erreicht hat, ne? Also das ist wirklich die Energie der Sechs der Stäbe. Aber jetzt würde ich erstmal schauen. Oder jetzt würde ich erstmal sagen, besser gesagt, dass wir mal schauen, was jetzt hier alles rausgefallen ist. Ich beginne mit der ersten. Das sind jetzt hier die Neun der Stäbe. Okay, bei den Neun der Stäben ist es so, lieber Krebs, dass es hier eine, ja, dass du eventuell noch so ein kleines bisschen in so einer Schutzenergie drin bist, in so einer Schutzhaltung vielleicht auch, ne, dass du jetzt sagst, okay, ich ziehe mich erstmal zurück, ich bin oder ich distanziere mich jetzt erst einmal vor jemandem oder von einer bestimmten Situation, um vielleicht meine Wunden zu lecken, um einfach mal mich auszuruhen vielleicht auch, ja, weil die Neun der Stäbe ist auch eine Energie, wo es auch um die Verletzungen der Vergangenheit gehen kann, ne, so kann es hier wirklich sein, dass du erstmal, naja, in so, dass du erstmal so um dich herum so eine kleine Mauer aufgebaut hast.
Und dass du aber trotzdem auch noch alles im Blick hast. Ja, also es geht hier in gewisser Weise auch um Wachsamkeit. Na, so kann es auch bedeuten, dass du sehr wachsam bist oder auch vielleicht jemanden aus der Ferne beobachtest, ja, oder dass du aus der Ferne vielleicht auch beobachtet wirst. So eine Energie kam jetzt ebenfalls durch, ne? Dass du zum Beispiel zu jemandem überhaupt keinen Kontakt hast, aber du weißt ganz genau, was er macht. Zum Beispiel, indem du andauernd auf Facebook oder über Social Media einfach mal schaust, ne? Also so etwas in der Richtung ist auch möglich. Aber die 9. Stäbe, das ist eine Energie, wo es darum geht, ja, sich in gewisser Weise schon erstmal so ein bisschen selber zu schützen. Ja, jetzt würde ich sagen, gucken wir weiter. Die Karte habe ich schon gesehen. Das ist der Tod. Bei dem Tod geht es immer um einen Wandel. Es geht darum, dass ich etwas transformieren darf. Ja, es kann durchaus sein, dass ja auch hier etwas zu Ende gehen darf. Es kann durchaus sein, wenn es hier wirklich um die Verletzungen der Vergangenheit geht, lieber Krebs, dass diese transformiert werden, dass es nun wirklich auch für dich darum geht, rauszukommen irgendwo aus deiner Schutzhaltung, rauskommst aus deinem eventuellen Misstrauen, ja. Ja, du hast einige Narben davon getragen, du hast eine gewisse Charakterstärke auch entwickelt, aber vielleicht ist es auch so, dass du da ein kleines bisschen zu distanziert geworden bist und auch vielleicht ein bisschen zu misstrauisch, ja, dass du auch zum Beispiel immer gleich vom Schlimmsten ausgehst, ne? Nur weil du jetzt mal schlechte Erfahrungen gemacht hast. Der Tod hingegen sagt, okay, dass es an der Zeit ist, etwas Bestimmtes loszulassen. Weil es geht darum, eine neue Stufe zu erreichen. Es geht darum, weiterzugehen. Es geht darum, das neue Willkommen zu heißen. Ja, also hier darf etwas zu Ende gehen, was nicht länger dienlich ist. Es geht auch in gewisser Weise ums Loslassen. Ja, wir gucken mal weiter. Das ist der Wagen. Das ist schön. Der Wagen unter anderem steht auch wieder für Willensstärke, für Disziplin, aber auch, höre ich, öffentliche Anerkennung und Wertschätzung. Also hier kann es wirklich durchaus sein, dass dir etwas sehr, sehr gut gelingt, lieber Krebs. Ist übrigens auch deine Karte jetzt hier im Tarot. Also hier kann es durchaus sein, dass du wie eine Art Meilenstein erreichst, das höre ich richtig für dich. Du erreichst eine Art Meilenstein, weil du hier einiges transformierst oder auch losgelassen hast oder auch immer noch dabei bist. Ja, und deswegen sagt dir der Wagen, okay, es kann jetzt wirklich weitergehen. Es ist Zeit für die nächste Etappe. Aber es ist auch Zeit, ganz, ganz klar für dich zu entscheiden, wo du hin möchtest. Ja, also die Pferde neigen so ein bisschen dazu, in unterschiedliche Richtungen gehen zu wollen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass du das Tempo angibst und dass du aber auch die Richtung angibst. Ja, also für dich ist es jetzt an der Zeit, ganz klar zu entscheiden, lieber Krebs, wo möchtest du hin? Wer möchtest du sein? Und so weiter und so fort. Ja, was haben wir hier? Das ist der Magier. Der Magier sagt dir auf jeden Fall, also was ich hier spüre, ist einfach, du kommst wieder in deine Kraft. Du kommst wieder in deine Schöpferkraft, du kommst in deine volle Verantwortung. Der Magier sagt, hey, du bist bereit. Du bist bereit für deinen Neubeginn sozusagen, ne? Also hier die Nummer 1 mit dem Magier repräsentiert also ebenso auch einen Neubeginn. Solltest du jetzt im Hintergrund laute Geräusche hören, dann tut es mir sehr leid, aber es regnet gerade wie aus Eimern. Ja. Und für mich ist das Ganze jetzt hier sehr, sehr laut. Ich hoffe, dass es für dich jetzt nicht ganz so laut ist. Wenn ja, dann entschuldige ich mich. Ja, ich hoffe nur allerdings, dass ich dir deswegen jetzt nicht ins Ohr schreie. So. Aber es wird auf jeden Fall sich gleich wieder beruhigen. Das ist ja meistens so. Auf jeden Fall, der Magier, Neubeginn. Es ist Zeit, das Tempo anzugeben. Es ist Zeit, die Richtung einzuschlagen. Eine neue Richtung einzuschlagen, die für dich nun mehr Sinn ergibt, die sich für dich erfüllender anfühlt. Weil es ist Zeit, dass du nun die Vergangenheit loslässt. Ja, Vergangenheit ist vergangen, lieber Krebs. Jetzt geht es nun wirklich darum, dass du all deine Ressourcen nutzt, um wirklich dir das zu erschaffen, was du wirklich erschaffen möchtest. Der Magier erinnert dich an dein Schöpfungspotenzial, erinnert dich an deine Schöpferkraft, wenn du es auch ebenfalls so möchtest. Und der Magier sagt auch, du bist bereit. Du bist bereit, eine neue Richtung einzuschlagen. Du bist bereit für etwas Neues. Ja, das Alte darf hier gehen. Ja, da geschieht nochmal ein Wandel, eine Transformation, wenn du es so möchtest. Möglicherweise auch eine Verarbeitung von etwas. Das ist gar nicht auszuschließen, ja? Lass mal sehen, was hast denn du hier? Das ist der Hierophant und das ist das Gottvertrauen. Das ist deine höhere Bestimmung, das ist deine Sinnfindung, ja, deine Berufung, wenn du es ebenfalls auch so möchtest. Das ist ganz, ganz genau das, was ich hier wirklich ganz, ganz klar für dich wahrnehme, lieber Krebs. Im Zeitraum Mitte August scheint generell einiges bei dir los zu sein, weil du hier wirklich 4 hohe Arkana-Karten hast. Und wenn sich 4 oder wenn sich viele hohe Arkana-Karten zeigen in einer Legung, dann wartet ein wichtiges Ereignis auf dich. Dann kann man sagen, dass größere Lebensevents, Lebensereignisse auf jeden Fall auf dich zukommen. Und das hat auf jeden Fall damit zu tun, dass du
deine Verantwortung, dass du jetzt wirklich die Verantwortung übernimmst, dass du die Zügel in die Hand nimmst und ganz klar für dich entscheidest, wo es hingehen soll und dass du dich nicht länger von den Ereignissen der Vergangenheit beherrschen lässt. Das wird gehen, das darf sich wandeln. Ja, und jetzt geht es wirklich darum, dass du deine Bestimmung annehmen darfst, dass du beginnst auch wirklich zu vertrauen, Vertrauen zu entwickeln in dich, deine Fähigkeiten, aber auch ja, dem Leben zu vertrauen, ne? Weil das ist ja auch wirklich das Vertrauen, der höhere Glaube, wenn du es ebenfalls auch so möchtest. Einige von euch, ihr seid möglicherweise auch spirituelle Lehrer, ihr seid dazu fähig, anderen etwas beizubringen, ne? Der Magier sagt, hey, du bist bereit. Du hast bereits alles, was du brauchst. Nutze aber ebenfalls aber auch alles, was du bereits hast, um wirklich aktiv zu werden, in Bezug auf deine Berufung zum Beispiel. Ja, nutze das, was du bereits hast und sage dir nicht länger, ich muss erst noch das und das können, ich brauche erst noch das und das und diese und jene Ausbildung noch, was dann auch wieder 3 Jahre dauert. Hier die Karten sagen, leg los. Ja, du hast bereits alles. Ja. Also, so eine wertvolle Chance kommt hier also Mitte August auf dich zu. Die Chance, dein Glück zu finden, die Chance, deine Erfüllung zu finden, beruflich, finanziell, deine Berufung. Ne, also das ist auf jeden Fall das, was man hier sehen kann, lieber Krebs. Das nächste Kartendeck, was ich jetzt verwende für dich, das ist das Star Codes Astro-Orakel. Also man sieht hier bei dir eindeutig einige Lebensveränderungen, lebensverändernde Ereignisse. Das kommt auf jeden Fall, schon auf jeden Fall auf dich zu. Das ist das, was man sehen kann, ja? Kraftvolle Energien auf jeden Fall. Hoppala, eine Karte ist runtergefallen. Die hebe ich mal eben ganz kurz auf. So, die nehme ich aber wieder zurück, weil ich jetzt noch am Vormischen war. Genau. Also der Hierophant sagt, oder generell dieses Kartenbild sagt mir jetzt hier wirklich, lieber Krebs, dass einige von euch jetzt hier mit dieser Legung, ihr habt schon einige stärkere spirituelle Fähigkeiten. Und du weißt ganz genau, dass es jetzt in diese Richtung gehen darf. Diese Chance wird sich dir bieten. Das kommt auf jeden Fall jetzt auf dich zu. Ab Mitte August. Ja? So. Es regnet und regnet. Es regnet so stark, dass man schon gar nicht mehr sehen kann, wie es draußen aussieht. Also es ist schon sehr, sehr unklar. Ne? Also es ist schon richtig heftiger Regen. Und Regen steht ja auch für Reinigung. Ne? Also es kann auch sein, dass nochmal eine Phase der Reinigung auf dich zukommt, dass du dich vielleicht körperlich reinigen möchtest, emotional, mental, ja? Okay, wir schauen mal weiter. Also, bitte weitere Hinweise jetzt für die Krebse für den Zeitraum Mitte August. Was kommt da jetzt noch auf die Krebse zu? Mitte August. Dazu komme ich gleich. Bitte noch eine Karte oder sagen wir noch 2 Karten für die Krebse, jetzt für den Zeitraum Mitte August. Mitte August, Krebs. Okay, die Karten sprechen ziemlich deutlich. Ich bin mal gespannt, was jetzt hier rauskommt. So, du kommst dahin. Okay, mit der fange ich mal an, weil ich die schon gesehen habe. Das ist das 7. Haus mit Partnerschaften. Okay, es geht hier also bei dir nochmal im Monat August oder beziehungsweise Mitte August noch einmal um gewisse Partnerschaften. Es kann durchaus sein, dass du jetzt dazu aufgerufen bist, deine Partnerschaften genauer unter die Lupe zu nehmen. Es kann sein, dass eine wichtige Partnerschaft oder eine bestimmte Partnerschaft eine wichtige Rolle für dich spielt für den Zeitraum Mitte August. Du könntest eventuell sogar auch die Chance erhalten, mit jemandem zusammenzuarbeiten. Mit einem spirituellen Lehrer, mit einem Coach, mit einem Mentor oder vielleicht auch mit einem Geschäftspartner, ja. Aber ich würde sagen, wir gucken uns gleich mal noch die anderen Karten an, weil ich glaube, da bekommen wir jetzt auf jeden Fall nähere Hinweise bezüglich darauf. Unten drunter, ja, das passt ganz gut zum Tod. Das ist der Pluto. Pluto herrscht über dem Skorpion und Skorpionenergie ist das da, ne? Also es geht um eine Wiedergeburt. Hier wird etwas wiedergeboren werden. Es kann jetzt aber auch sein, lieber Krebs, dass gewisse Partnerschaften nun ebenfalls nun sich entweder wandeln, transformieren oder aber ganz und gar zu Ende gehen. So etwas kann jetzt apropos zu Ende gehen, ja.
höre ich gerade ganz laut und deutlich. 4 und 5 oder 45 in der Quersumme ist die 9 und die 27 ebenso. 2 und 7 ist 9. Und die Zahl 9 steht für eine Vollendung. Das ist die höchste Karte oder die höchste, nicht Karte, die höchste einstellige Zahl. Und da geht ja auch immer etwas zu Ende. Ne, das ist eine Vollendung, ein Kapitel schließt sich. Also es kann ja wirklich sein, dass gewisse Partnerschaften zu Ende gehen. Sowohl vielleicht freundschaftlich, beruflich oder auch in der Liebe sozusagen. Na, auf jeden Fall kann man bei dir sagen, es steht eine Wiedergeburt an. Ja, das passt ganz gut auch zum Tod. Das ist dieses Stirb- und Werde-Prinzip. Und das Ganze sieht hier wirklich genauso aus, als bist du gerade dabei, wiedergeboren zu werden, lieber Krebs. Und ebenfalls aber auch deine Talente und Fähigkeiten werden auch wiedergeboren, ne? Weil der Magier steht ja auch für Talente und Fähigkeiten unter anderem. Einige von euch, ihr habt ja das Talent oder auch die Fähigkeit, anderen etwas beizubringen, als Lehrer zu agieren, vielleicht auch spiritueller Lehrer, mit Verstorbenen vielleicht auch Kontakt aufzunehmen, zu channeln. Ja, das kann es auch sein. Also steht auf jeden Fall eine Wiedergeburt an. Auch, wie gesagt, partnerschaftlich, es kann auch da sein, dass hier wieder etwas wiedergeboren wird, aber bei vielen von euch habe ich eher das Gefühl, etwas geht zu Ende oder etwas wandelt sich. Ne? Gut, was haben wir hier? Lass mal schauen. Saturn mit Struktur. Ja, Saturn ist der Planet der Struktur. Saturn ist auch der Planet der Disziplin, der harten Arbeit, aber auch der Schwierigkeiten und Einschränkungen. Ja, und ebenfalls aber auch der Geduld, weil Saturn ist auch so ein Planet, der ist nicht unbedingt der schnellste. Ne? Also da geht es auch immer darum, dass man Geduld haben darf. Es geht darum, beharrlich zu bleiben. Ja, aber was ich hier ebenfalls auch sehe, Saturn mit dem siebten Haus. Es kann wirklich bedeuten, dass es für einige von euch, dass gewisse Beziehungen sich als Herausforderung vielleicht auch so ein bisschen darstellen. Und ich höre gerade für dich, lieber Krebs, es gibt da eine bestimmte Verbindung, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass sie dich fordert. Also so nach dem Sinn, das ist wie eine Prüfung für dich, wie eine Aufgabe. Ja, wie ein Test noch einmal. Ja, wie eine Lernaufgabe. Ich habe das Gefühl, in dieser Verbindung darfst du etwas lernen. Zum Beispiel Grenzen zu setzen, dich abzugrenzen. Na, ist jetzt nur ein Beispiel, aber das ist genau das, was jetzt ebenfalls auch gerade durchkam. Es kann auch sein, dass auf einige von euch eine Art Beziehungsarbeit auf euch zukommt, an einer Verbindung noch einmal arbeiten. Auch so etwas ist hier durchaus möglich, damit man eine Trennung vielleicht vermeidet. Auch so etwas ist hier durchaus, ja, davon kann man ausgehen. Was haben wir hier? Skorpion. Ja, es kann sein, dass du hier mit einem Skorpion zu tun hast, lieber Krebs, oder vielleicht bist du Aszendent Skorpion. Das kann es hier bedeuten. Auf jeden Fall ist das wieder, ja, Skorpione sind ja auch sehr, sehr intensiv. Ja, sehr, sehr tiefgreifende und sehr intensive Sternzeichen auch. Ne? Also es geht ja auch um Leidenschaft, Intensität. Also hier kann es wirklich auch bedeuten, dass es hier eine Verbindung gibt. Lieber Krebs, ja, die ist sowohl sehr leidenschaftlich vielleicht als auch sehr, sehr intensiv, aber auch sehr, sehr fordernd, sehr, sehr herausfordernd, ja, wo sich immer wieder gewisse Hindernisse zeigen, ne, vielleicht auch gewisses Streitpotenzial könnte sich ja auch bemerkbar machen. Aber nichtsdestotrotz, ich spüre wirklich, im Großen und Ganzen geht hier eine Verbindung, wandelt sich entweder oder es geht zu Ende, ja. Oder aber auch die Schwierigkeiten einer Verbindung gehen hier auch zu Ende. Auch so etwas ist hier durchaus möglich, aber generell in Partnerschaften bei einigen von euch darf ebenfalls jetzt auch wieder mehr Struktur reinkommen. Ja, man darf ja also an etwas arbeiten. Ja, bei einer Beziehung, einer Liebesbeziehung, da ist ja auch immer Arbeit mit inbegriffen. Ne? Daran muss man arbeiten. Und das ist nämlich auch genau das, was ich bei euch sehe. Du könntest es hier wirklich mit einem Skorpion zu tun haben. Krebs ist jetzt hier involviert, Zwillinge, Jungfrau, wir haben hier Stier. Ja, also mit solchen Sternzeichen könntest du es hier zu tun haben, lieber Krebs. Was haben wir hier? Das ist Fische. Okay. Ja, vielleicht hast du es auch mit einem Fisch zu tun. Aber Fische-Energie ist auch eine sehr, sehr sensitive Energie, eine sehr empathische Energie. Ja, also vielleicht hast du ein Gegenüber, der durchaus sehr, sehr sensitiv ist. Aber vielleicht bist du auch der oder diejenige, die jetzt hier äußerst sensitiv ist. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass du es hier mit einem Gegenüber zu tun hast, der eventuell relativ kühl wirkt oder auch sehr hart, sehr ernsthaft ist, sehr hart und vielleicht auch ein bisschen unterkühlt. Ja, also mit so jemandem könntest du es hier eventuell zu tun haben. Ja, aber dieser jemand spiegelt ja auch etwas in dir. Und ich habe dir gesagt, lieber Krebs, mit den 9 der Stäben hier am Anfang wirst du jetzt ebenfalls auch dazu aufgerufen, deine, naja, in gewisser Weise schon deine Härte abzulegen. Ja, und ebenfalls auch wieder dein Herz zu öffnen. Vielleicht für andere Menschen, aber auch generell dein Herz wieder zu öffnen
um ja, Gutes zu tun, sage ich mal. Zum Beispiel, ja. Lass mich mal bitte kurz überlegen, was ich dazu jetzt noch wahrnehme. Ja, generell nehme ich auch bei euch liebevolle Partnerschaften wahr. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal weiter mit dem nächsten Kartendeck. Und ich verwende jetzt für dich, das ist das Engel-Tarot von Doreen Virtue. Ich habe auch das Gefühl, dass es jemanden gibt, aus dem du nicht so richtig schlau wirst. Irgendjemand lässt sich hier nicht so wirklich in die Karten blicken. Irgendjemand scheint hier wirklich auch mysteriös zu sein. Aber das ist nämlich auch die Energie von Skorpion, vom Pluto. Etwas ist sehr, sehr mysteriös. Jemand lässt sich nicht in die Karten blicken. Ne? Also sowas ist durchaus auch möglich. Aber dadurch, lieber Krebs, dass du ja auch sehr, sehr feine Antennen hast, nimmst du eigentlich schon wahr, was es mit dieser Verbindung oder mit diesen Menschen auf sich hat. Ja? Weil einige von euch oder viele von euch jetzt hier mit dieser Legung, ihr habt sehr, sehr feine Antennen, ja? Also ich wiederhole mich nochmal ganz kurz. Verbindungen werden sich hier wandeln oder gehen zu Ende. Es ist Zeit, lieber Krebs, dass du der Wahrheit ins Gesicht blickst. Weil wir haben jetzt auch momentan diese astrologische Konstellation Saturn in den Fischen. Und das macht sich bei dir momentan ganz, ganz krass bemerkbar. Auch im Bereich Beziehungen, vor allem im Bereich Beziehungen. Das heißt also, diese Konstellation bedeutet, dass man sich über gewisse Illusionen bewusst werden darf. Es ist Zeit, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Es ist Zeit, dass man auf den Boden der Tatsachen wieder zurückkehrt. Ja? Und die Dinge genauso einsieht, wie sie wirklich sind. Und aufhört, sich irgendwelche Illusionen zu machen oder aufhört, irgendwelche Luftschlösser zu bauen. Und ebenfalls, dass man aufhört, ja, dass man die rosarote Brille abnimmt. Ja, das ist momentan bei dir los. Das ist momentan los bei euch. Oder bei einigen, sagen wir es mal so, ne? Allgemeines Orakel und so weiter. Also Saturn ist ja wirklich die knallharte Realität auch irgendwo, ne? Also man wird hier wirklich, oder du wirst jetzt hier wirklich mit der Realität konfrontiert. Aber gleichzeitig auch, lieber Krebs, heißt das auch für dich, dass es an der Zeit ist, etwas für deine Träume zu tun. Das bedeutet auch die Konstellation Saturn in den Fischen, ja? Dass du aktiv wirst, dass du beharrlich bist, dass du etwas tust, hart arbeitest für deine Träume. Ja, weil Saturn, nee, Fische steht ja auch für deine Träume sozusagen, deine Visionen. Dafür darf etwas getan werden. Und es kann durchaus sein, dass du dabei Unterstützung bekommst, ne? Von jemandem. Genau, das sieht man hier auch. Und das ist nämlich auch genau der Weg, der hier jetzt hier für dich vorgesehen ist, lieber Krebs. Ne? Also du könntest jetzt momentan lauter als gewöhnlich die Energie spüren oder allgemein spüren, okay, es ist Zeit, dass ich nun etwas tue für meine Träume, für meine Wünsche. Weil das Alte, meine alten Verhaltensweisen, also deine alten Verhaltensweisen, das passt alles nicht mehr. Ja? Und du stellst fest, okay, ich möchte in Richtung meiner Berufung, ich möchte meine Träume verwirklichen. Und ne, das kommt jetzt also ab Mitte August verstärkt auf euch zu. Ne? Es ist ganz klar, es ist ganz wichtig, ganz klar zu entscheiden, wohin es als nächstes für dich gehen soll, lieber Krebs, ja? Aber das wirst du auch, ne? Das wirst du auch, das sieht man ja. Okay, jetzt noch weitere Botschaften bitte für das Kollektiv der Krebse für Mitte August. Okay, Krebs, bitte weitere Einsichten jetzt für die Krebse Mitte August. Okay. Krebs. Du willst auch. Okay, noch eine lasse ich rausspringen. Noch eine Karte bitte für die Krebser. Für den Zeitraum Mitte August. Mitte August. Okay, du hast fünf Karten. Gut, dann mache ich das so. So, die eine hebe ich noch auf. Und ich fange an mit dieser hier. Das sind die vier des Feuers, was im normalen Tarot die vier der Stäbe sind. Zufriedenheit, Frieden und Fülle. Ein glückliches Zuhause. Der erfolgreiche Abschluss eines Projekts. Ja, das kann es bedeuten, dass hier etwas sich erfolgreich ereignen wird.
Ich hatte das, ja, das ist nämlich auch genau das, was ich sowieso schon gespürt habe, auch irgendwo mit den 6 der Stäben. Irgendetwas wirst du hier erreichen, irgendetwas wird dir hier auf jeden Fall gelingen. Du erreichst wie eine Art Meilenstein, vielleicht auch eine bestandene Prüfung. Ja, entweder Prüfung zur, ja, weiß ich nicht, was weißt du jetzt am besten, ne? So eine schulische Prüfung. Ne? Also sowas kann hier auf jeden Fall bestanden werden, da hast du bestanden, sowas in der Richtung. Aber wenn es jetzt hier im Bereich deine persönlichen Lebensprüfungen sozusagen geht, auch da habe ich den Eindruck, dass du daraus, dass du da draus lernst, dass du da diesen Test, also Test in Anführungszeichen, dass du das auf jeden Fall bestehen wirst, ja. Generell, die 4 der Stäbe stehen auf jeden Fall natürlich für glückliches, zufriedenes Familienleben, vielleicht auch Festlichkeiten, ein Geburtstag vielleicht steht an oder auch eine, ja, ein Geburtstag, also Geburtstag, eine Hochzeit, sowas in der Richtung. Die Karte habe ich auch schon gesehen. Das sind nämlich die 2 der Erde. Zu viel auf einmal. Die Notwendigkeit, eine Entscheidung zu treffen, der Wagen. Denke über einen spielerischen Ansatz nach. Okay. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, lieber Krebs, dass einige von euch schon sehr, sehr ernsthaft dabei sind, ne? Oder vielleicht auch ein kleines bisschen zu verbissen. Ne? Das nämlich auch so ein kleines bisschen war, auch mit Saturn, weil Saturn ist ja auch so ein bisschen die Energie von Ernsthaftigkeit und ist ein bisschen verbissen, ne? Und alles andere als spielerisch, ne? Weil, und auch ein bisschen streng. Ne? Also solche Energien sehe ich hier ebenfalls bei dir. Aber hier wird auf jeden Fall darauf hingewiesen, okay, nimm dir hier Zeit und Vorsicht vor zu viel auf einmal. Ja, und ein spielerischer Ansatz ist hier ebenfalls aber auch notwendig. Und drunter hast du folgende Energien, okay. Die 5 des Feuers, Interessenskonflikte, Kleinigkeiten, die Ärger bereiten und Auseinandersetzungen. Ja, also es kann wirklich sein, dass du gewisse Auseinandersetzungen hast mit jemandem, wo man vielleicht unterschiedlicher Meinung ist, du und dein Gegenüber, du und dein Partner vielleicht auch. Ja, also hier ist es auf jeden Fall auch wichtig, über einen spielerischen Ansatz nachzudenken. Ja, also ich habe auch das Gefühl, einige von euch, ihr könntet es eventuell mit einer On-Off-Geschichte zu tun haben, weil die 2 der Münzen ist auch immer so diese Energie von hin und her und auf und ab und on und off sozusagen. Das Ganze habe ich das Gefühl, spielt ja auch noch mit einer Rolle, diese On-Off-Geschichte, dieses Hin und Her. Aber sowohl Pluto als auch Saturn in den Fischen sagt jetzt, okay, es ist Zeit, sich den Boden der Tatsachen zu stellen. Oder sich der Realität zu stellen und sich wirklich einfach mal fragen, was möchte ich wirklich? Möchte ich das Ganze wirklich? Dieses Hin und Her, dieses On-Off und so weiter. Ja? Also, Kleinigkeiten, die Ärger bereiten. Ja, es kann durchaus sein, dass es hier zu gewissen Herausforderungen kommt und ebenfalls auch zu gewissen Konflikten. Vielleicht auch mit jemandem aus seiner Familie. Das spüre ich auch bei einigen von euch. So, was haben wir hier? Das ist der König der Luft. Dieser ist brillant, unparteiisch, professionell, diplomatisch. Äußere dich selbstbewusst. Suche professionellen Rat. Bringe rationale und emotionale Überlegungen in die Balance. Also, ja, zum einen in deiner Situation ist es natürlich irgendwo angebracht, irgendwo natürlich auf die Stimme der Vernunft zu hören und nicht immer nur auf sein Herz zu hören, weil es ist wichtig, dass du sowohl natürlich auf dein Herz hörst, aber auch dein Verstand mitnimmst, wenn es hier um gewisse Entscheidungen geht, natürlich. Aber ich habe den Eindruck, dass das ja dein Gegenüber darstellen könnte. Ein eventuelles Luftzeichen, also Wassermann, Zwillinge, Waage, Sonne, Mond, Aszendent. Das könnte ja wirklich jemand sein, der relativ, ja, distanziert ist, der relativ, ja, der auch ebenfalls kühl ist, ja, der sich vielleicht auch nicht wirklich festbinden möchte oder allgemein auch einfach kühl ist, ne, und vielleicht auch hart wirkt, ne? Also mit so jemandem könntest du es ja eventuell auch zu tun haben. Aber jetzt bekomme ich noch einmal die Botschaft gesagt, lieber Krebs. Ich glaube, wenn du es wirklich mit so jemandem zu tun hast, kann es auch einfach sein, dass dieser jemand dich irgendwo spiegelt. Weil ich habe einige Krebse von euch auch in dieser Energie des Schwertkönigs sozusagen. Ja? Also das habe ich hier auch so ein bisschen bei einigen von euch. Weil bei Krebs ist es ja typischerweise auch so harte Schale, weicher Kern. Ne? Und das ist nämlich auch genau das, was ich hier wahrnehme. So, was haben wir hier? Das sind die liebenden Zwillinge-Energie. Erzengel Raphael, innige Liebesbeziehungen, prüfe deine Entscheidungen sorgfältig und gute Gesundheit. Ja, es ist ganz wichtig, nun für dich zu wissen, wo du hin möchtest, was du generell möchtest, lieber Krebs. Auch im Bereich Verbindungen, auch im Bereich Beziehungen. Ja, was willst du wirklich? Einige von euch, ich weiß es ganz genau, ihr wollt etwas Langfristiges, ihr wollt feste Beziehungen, ihr wollt vielleicht auch wirklich eine Familie gründen und so weiter und so fort. Na, so On-Off-Geschichten und so etwas Distanziertes, das ist nichts für euch. Also jetzt nichts für dich mit dieser Legung hier. Ja, das ist auf jeden Fall das, was ich dir schon mal sagen kann. Aber generell steht natürlich eine Herzensentscheidung an bei dir, lieber Krebs. Na, das ist ganz, ganz
wichtig, nun ganz klar zu entscheiden, was du möchtest. Weil es kann nämlich auch sein, dass du bisher durch die zweite Erde hin und her geschwankt hast und dir nicht so richtig sicher warst. Okay, mache ich das jetzt wirklich? Gehe ich wirklich meiner Berufung nach? Soll ich mich wirklich trennen oder was auch immer jetzt hier wirklich dein Thema ist? Ja. Was haben wir hier für dich? Das ist der Eremit, Erzengel Raziel. Verbringe Zeit in stiller Meditation, spirituelle Lehren und auch Selbsterkenntnis. Ja, also zum einen kann es ja wirklich sein, dass du etwas Neues lernst oder auch gelernt hast im Bereich Spiritualität, dass du vielleicht eine Ausbildung gemacht hast und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass diese Prüfung bestanden wird. Ja, sofern natürlich etwas dafür getan wird, ist klar. Aber hier den Eremit nehme ich auch als so eine Energie wahr, sodass du dich jetzt erstmal wirklich zurückziehst und für dich einfach mal ganz genau überlegst, okay, was will ich wirklich? Na, dass du für dich einfach Klarheit bekommst. Weil einiges scheint ja immer noch so ein kleines bisschen im Verborgenen zu sein. Einiges scheint ja immer noch so ein bisschen, naja, nicht unbedingt klar zu sein. Ja, sagen wir es mal so. Und das hat auch zu tun mit einem anderen Menschen, bekomme ich sehr stark rein. Na, also ich habe hier wirklich jemanden, also ein Gegenüber, der durchaus, ja, schon ein bisschen distanziert ist, kühl, aber auch mysteriös, sehr geheimnisvoll. Ja, also so jemanden nehme ich hier auf jeden Fall wahr. Und wenn du für dich Klarheit haben möchtest, hilft es dir auf jeden Fall, lieber Krebs, wenn du dich jetzt einfach zurückziehst. Wenn du dich zurückziehst, in die Stille gehst und einfach für dich jetzt herausfindest, was will ich wirklich? Und dann eine Entscheidung triffst aus dem Herzen heraus. Natürlich, Verstand mitnehmen ist klar, ja, aber generell wirklich Dinge zu tun, die dir gut tun. Ja, also das ist jetzt hier ebenfalls ganz, ganz klar angezeigt, lieber Krebs. Gut, das letzte Kartendeck, was ich jetzt für dich verwende, da muss ich mal eben kurz überlegen, ganz genau. Ich verwende jetzt für dich, das ist das Seelenreich-Orakel. So, da bin ich gespannt, was jetzt hier für Botschaften kommen. Einige von euch, ihr könntet es eventuell auch mit jemandem zu tun haben, der sich immer wieder zurückzieht. Ja, also wir haben hier schon sehr starken Zwilling-Einfluss, Skorpion-Einfluss, aber du weißt es am besten, mit wem du es zu tun hast. Steinbock habe ich hier auch. Jungfrau. Okay. So, was sind jetzt hier die letzten Botschaften für das Kollektiv der Krebse für den Zeitraum Mitte August? Okay, Mitte August Krebs. Was bringt der Zeitraum Mitte August noch dem Kollektiv der Krebse? Was kommt jetzt noch Mitte August auf Krebs zu? Noch eine Karte bitte, noch eine Karte für Krebs. Ne, das sind zwei, bitte deutlicher. Okay, da kommt der Stopp. So, das Ganze wieder ordentlich. So, lieber Krebs, unten drunter hast du folgende Energie. Wow, guck mal. Erfolg, Glück und Fülle fließen zu dir. Genieße es und feiere das Leben. Ganz genau. Die Karte hier, die Vier des Feuers, deuten auch darauf hin. Auf Glück, Frieden, Zufriedenheit und Fülle. Ja. Also, hier kommt auf jeden Fall Freude, Glück und Erfolg in irgendeiner Art und Weise auf jeden Fall zu dir. Das kann beruflich sein. Es kann auf jeden Fall damit zu tun haben, dass du, ja, dass du aus etwas gelernt hast, dass du eine Prüfung bestehst, ne? Entweder wirklich deinen Abschluss irgendwo machst oder ja, eine Lebensprüfung sozusagen, dass du sozusagen aus einer Lernaufgabe, ja, dass du eine Lernaufgabe erfolgreich meisterst sozusagen. Auch so etwas kann damit gemeint sein. Und spannenderweise haben wir hier in der Quersumme mit der 36 auch wieder eine 9. Ja, und hier haben wir auch eine 9. Also ich habe bei dir das Gefühl, lieber Krebs, dass sich hier etwas vollendet, dass hier etwas zu Ende geht auf jeden Fall. Ja, sodass du nun wirklich den Weg deines Herzens gehen kannst und anderen möglicherweise auch Spiritualität oder etwas anderen lehrst. Ja, deine Aufgabe hier auf Erden annehmen. Also das wird auf einige von euch hier auf jeden Fall zukommen. Ja, gewisse Partnerschaften stellen sich als herausfordernd dar. Ich meine ganz ehrlich, bei wem ist das nicht? Ja, aber bei dir sieht man das hier auf jeden Fall. Ne? Also es kann durchaus sein, dass hier Streitigkeiten nochmal kommen, dass gewisse Konflikte hier stattfinden, dass man sich über den anderen ärgert. Also sowas bleibt nicht aus. Ne? Okay, was haben wir hier für dich? Ja, das passt. Das ist genau das, was ich dir gesagt habe. Reiße die Mauern um dein Herz nieder. Gib und empfange Geborgenheit und Wärme.
Das ist genau das, was ich dir gesagt habe, lieber Krebs. Einige von euch, ihr seid sehr, sehr kühl geworden, sehr, sehr hart. Ja? Ihr habt wirklich eine Mauer um euch herum gebaut. Und das Ganze wird aber transformiert. Ne? Neunter Stäbe, danach der Tod. Das Ganze wird gewandert. Das Ganze wird transformiert. Deine Vergangenheit wird noch einmal verarbeitet, was da damals geschehen ist. Ne? Ich meine, du hast wahrscheinlich auch einen guten Grund, warum du eine Mauer um dein Herz gebaut hast. Ja? Aber die Zeit ist für dich gekommen, wo du nun auch wieder Liebe und Geborgenheit und alles andere wieder empfangen darfst und ebenfalls auch wieder geben darfst. Ja? Okay, was haben wir hier für dich? Zu guter Letzt. Du erfährst spirituelle Entfaltung. Gehe neue Wege und öffne dich für neue Erfahrungen. Das wird ebenfalls kommen. Du entfaltest dich auch spirituell. Du entwickelst dich ebenfalls auch spirituell weiter. Und du gehst neue Wege. Und dafür darfst du dich aber vor allem auch erstmal öffnen und vor allem erstmal dich zu 100% auch dafür entscheiden, lieber Krebs. Aber das wird kommen. Lieber Krebs, ich danke dir ganz, ganz doll fürs Zusehen und ich wünsche dir einen wunderschönen restlichen August. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!